in Aufnahme. Heute mal wieder mit Gast, und zwar ist die Nathalie Stark bei mir. Die, ja, kenne ich eigentlich, wie lange kennen wir uns? Schon eine Weile. 2 Jahre. Und auch, wie? 2 Jahre, 2,5. Ja, doch, sowas hätte ich auch geschätzt. Und ich war schon 2-mal bei ihr zu Gast im Podcast. Sie hat auch relativ viele Podcast-Folgen schon zu bestimmten Themen, auch mit Lübbedem. Und ja, da durfte ich auch schon 2-mal sprechen und heute ist sie bei mir zu Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir sagen, zu deiner Person. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, machen wir so. Ja, danke für die Einladung, liebe Tina. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich bin zwar gewohnt, Interviews zu führen, aber selbst werde ich gar nicht so oft interviewt und schon mal gar nicht im Videoformat. Genau. Ja, also kurz zu meiner Person. Ich beziehe es jetzt einfach mal aufs Lipödem und hole jetzt nicht total weit aus, sondern ich beziehe mich mal aufs Lipödem. Ich habe die Diagnose Lipödem mit 19 Jahren bekommen. Das ist schon relativ lange her und kam auch anfangs gar nicht so gut damit zurecht. Auf jeden Fall habe ich nach vielen Hochs und Tiefs sozusagen 2017 beschlossen, ich möchte da jetzt nochmal mehr Wissen sammeln zu dem Thema. Es hat mir irgendwie nicht gereicht, was es so gab, und möchte mit Experten sprechen und kam dann so auf die Idee, halt einen Podcast zu gründen. Habe dann meine Seite, heißt Mind Body Life, für ein gutes Leben mit Lipödem. So hieß es jetzt auch die ganze Zeit der Podcast bis vor kurzem. Sind jetzt 70 Folgen, habe ich aufgenommen, meistens Interviews, manchmal auch eine Solo-Folge, meistens Interviews mit Experten, Betroffenen, wie gesagt, Tina war auch 2-mal dabei, alles rund ums Thema Lipödem. Und den haben wir jetzt gerade, habe ich mich zusammengetan mit Caroline Sprott von Lipödem Mode, und wir haben das ganz umbenannt zu der Lipödem Podcast. Und ja, so gibt es meine Seite noch, Mind Body Life, wo ich auch viele Ayurveda-Tipps und so weiter teile, und alle Folgen sind da noch zu sehen. Und so gibt es aber auch jetzt der Lipödem-Podcast, sind jetzt so 2 Projekte sozusagen, genau. Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall mega spannend und interessant an. Das heißt, ja, wir werden ja demnächst auch, also ich werde demnächst auch meinen Podcast starten, der steht schon in den Startlöchern, wo ich auch einfach mein Wissen und meine Erfahrungen teile. Und ich finde, es steht auch gar nicht wirklich in Konkurrenz, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja alle für das Gleiche kämpfen. Sprich, für Aufklärung, wie du schon sagst, für ein leichteres, besseres Leben, einfach mit der Krankheit und einfach für mich, dass man mit den Mythen aufräumt. Ja, es gibt so viele Mythen, die teilweise sogar die Ärzte verbreiten, wo ich mir denke, also was soll denn der Schmarrn auf gut Deutsch? Und da musste ich mir auch schon einiges anhören. Deswegen finde ich es super gut, dass da mittlerweile einfach ein bisschen in die Richtung Aufklärung vorangeht, dass man einfach auch mit der Krankheit weiß, wie man umgehen soll und kann. Und heute soll es um das Thema, du hast gerade eben schon angeschnitten, Ayurveda gehen. Ich habe mich bisher noch nicht so viel damit befasst, aber es hat ja auch so ein bisschen was mit Ernährung zu tun, mit der Selbstfürsorge und so weiter und so fort. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was ist Ayurveda überhaupt und wo kommt es her? Also wo stecken die Wurzeln? Ja, also die Wurzeln, die stecken in Indien. Also Ayurveda ist das älteste und ganzheitliche Heilsystem, das es gibt, mit Ursprung eben in Indien, und es ist über 5000 Jahre alt. Und Ayurveda bedeutet übersetzt das Wissen vom langen Leben. Mhm. Und ist eben ein ganzheitliches System. Also es geht um Körper, Geist und Seele, und dass man die 3 Komponenten sozusagen im Gleichgewicht hält, um dann so halt auf allen Ebenen gesund und zufrieden zu sein und gute Lebensenergie zu haben sozusagen. Ja. Du sagst ja schon, es geht auch um Ernährung, und im Ayurveda dreht sich auch wirklich sehr vieles um Ernährung, mit der du auch nicht nur dein körperliches, sondern wirklich auch dein emotionales Wohlbefinden steigern kannst. Das, finde ich, ist da das Besondere dran. Und es geht aber auch darum, den Lebensstil anzupassen. Also man schaut sich wirklich ganzheitlich alles an. Ja, nicht nur Teilbereich, sondern alles. Ja, also es klingt definitiv mega spannend. Ich finde es richtig, richtig interessantes Thema. Wie bist du jetzt zu dem Thema überhaupt gekommen? Also hat da irgendwie einen Urlaub vielleicht Ausschlag gegeben, oder wie bist du in die Richtung gekommen? Also wie hat dich das fasziniert?
Also ich war letztes Jahr, 2018, 3,5 Monate unterwegs, von Januar so bis April, weil ich ortsunabhängig arbeiten kann. Und bin eben selbstständig, bin mit Laptop unterwegs gewesen, habe von allen möglichen Ländern aus gearbeitet und es ging los in Thailand. Und da war ich auf einer Konferenz und da war eben ein, danach sollte es weitergehen nach Sri Lanka und das habe ich da halt erzählt. Und dann meinte so eine Dame, ja, da machst du bestimmt einen Ayurveda-Kurs. Dann sage ich so, nee. Was ist das? Und dann, ja, das musst du unbedingt machen, das ist auch so wie so eine Verjüngungskur, dann geht es einem so gut. Und also hat mir da vorgestellt, wie toll, das ist so ein Fotos gezeigt. Und sie hat, und ich bin aber nicht drauf angesprungen, also ich bin da gar nicht so in Resonanz gegangen direkt mit. Und sie hat mich aber immer wieder, diese Konferenz, auf der wir waren, ging 4 Tage, und sie hat mich immer wieder drauf angesprochen. Ich dachte mir, okay, irgendwas ist da anscheinend für dich, steckt da für dich dahinter, weil das ist ja total komisch, dass sie dich ständig darauf anspricht. Und dann habe ich das mal gegoogelt und dachte mir so natürlich sofort, dachte ich an Lipödem, dachte ich mir, Ayurveda und Lipödem, vielleicht gibt es da ja irgendwie Zusammenhänge, Lösungen, wie auch immer. Und dann bin ich auf einen einzigen Artikel gestoßen in diesem ganzen Internet, inzwischen gibt es mehr, auf einen einzigen Artikel und über eine Dame, die hatte quasi identisch meine Krankheitsgeschichte. Das war der Wahnsinn, als hätte ich diesen Text geschrieben, war das. Und das Ende der Geschichte war dann aber, dass sie auf Ayurveda gestoßen ist und dass sie sich selbst als gut wie geheilt empfindet. Ne? Mhm. Da dachte ich mir, wow, also das ist etwas, was ich bisher extrem selten bis gar nicht gelesen habe. Und dann habe ich sie natürlich sofort angeschrieben und habe sie gebeten, ob wir ein Interview für einen Podcast machen können. Ja, es ist Waltraud. Mit Waltraud gibt es nun auch 2 Interviews. Einmal ihre Geschichte und einmal dann ihre Ayurveda-Erfahrungen. Und danach war mir klar, okay, Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Ich habe ein 4-Wochen-Visum. 2 Wochen sind noch nicht belegt. Da habe ich noch keinen Plan. Und da habe ich zwar meine letzte Kohle zusammengekratzt, aber es hat sich gelohnt. Cool. So kam ich dann zum Ayurveda und war dann auch sofort im Bann, weil es wirklich gut wirkt und geholfen hat. Cool. Und würdest du sagen, dass das Ayurveda, weil man liest ja schon mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen mehr darüber, jetzt nicht nur unbedingt über das Lipödem, sondern auch andere Krankheiten, die so damit behandelt werden, sag ich jetzt mal, ist es für dich so eine Art ja, Wundermittel oder irgendwie gibt es da irgendwelche Grenzen, wo du sagst, okay, bis hierhin und der Rest, ja, geht halt nicht. Also Krankheit ist nun mal einfach Krankheit. Ja, wir sagen ja auch immer, oder es wird ja auch gesagt, es ist noch kein Wunder passiert bezüglich der Lipödem-Geschichte, dass es heilbar ist oder weggeht. Gibt es da für dich irgendwie, wo du sagst, doch, das ist für mich wie ein Wunder, dieses Ayurveda, was ich da mache und was ich da anwende? Nee, ich empfinde es eigentlich nicht als Wundermittel. Ich sehe es eher als Rückführung zur Natur. Also ich empfinde es eher als was total Natürliches, als Wunder. Weil das ist ja, sage ich mal, Ayurveda, das wirkt sich so positiv auf die Gesundheit aus, auf Körper, Geist und Seele, also alles gleichzeitig. Und es richtet sich nach den Jahreszeiten, die Küche ist frisch und regional. Es richtet sich auch nach deinem Umfeld. Es richtet sich sogar nach Tageszeiten. Und es ist einfach, es geht darum, dass man so im Einklang mit der Natur und mit dem Naturablauf lebt. Ja? Mhm. Dass man auch intuitiv ist, intuitiv handelt. Also es ist sehr, sehr natürlich. Und von daher, also klar, wenn man jetzt sagt, Natur ist ja auch ein Wunder, dann ist es vielleicht auch ein Wunder, aber es ist eher etwas so zurück zur Natur, zurück zu unserer Basis. So sehe ich das eigentlich ja Ayurveda, ja. Und wenn du da jetzt so fragst, wo sind da irgendwo die Grenzen oder so, würde ich schon sagen, also dass Ayurveda diverse Krankheiten schon heilen kann, besonders so im chronischen Bereich sind die da ganz stark aufgestellt. Aber in erster Linie wirkt Ayurveda wirklich auch präventiv. Weil im Vergleich zu unserer westlichen Medizin, die beschäftigt sich ja mit der Krankheit und Ayurveda beschäftigt sich, wenn es dann soweit ist, auch mit der Krankheit, aber eigentlich erst einmal mit der Gesundheit. Also die gucken, dass man eigentlich immer schön im Gleichgewicht ist und es erst gar nicht zur Krankheit kommt. Ja? Es geht also da noch ein bisschen weiter sozusagen. Und wie gesagt, bei chronischen Erkrankungen kann es schon ganz gut helfen, gerade so Arthrose, Arthritis und so weiter, auch chronische Erschöpfung, Burnout und so Geschichten, Stress. Ernährung, alles was auch Ernährung, Übergewicht, alles was mit Ernährung zusammenhängt, wollte ich sagen, wie auch Übergewicht oder auch Untergewicht, das sind alles so Bereiche, wo Ayurveda richtig gut helfen kann. Und hast du da jetzt schon irgendwie Erfahrung gemacht, jetzt im Bekanntenkreis auch so, wo du sagst, Mensch, was weiß ich, wenn jetzt irgendjemand vielleicht ein Problem hat, was du jetzt genannt hast, und sagst, Mensch, du musst unbedingt dich so ernähren und genau so machen, das hat definitiv Sinn und das würde dir helfen. Gibt's was? Wie sind da die Reaktionen so im Umfeld?
Also ich bin da ja sehr vorsichtig, ne? Weil ich finde immer, wenn man sowas macht, ich bin da jetzt voll drin und da bin ich nicht der Typ, der dann da sitzt und sagt, aber jetzt abends ein Salat, das ist aber nicht gut für dein Verdauungssystem, ja? Das mache ich natürlich nicht. Oder, ach, jetzt abends das Schnitzel, da kann dein Körper heute Nacht aber nicht entgiften, weil der muss ja erst mal verdauen. Also so läuft das nicht. Sondern ich gucke dann schon auch intuitiv, passt das jetzt gerade rein, ja? Und viele, also ich erzähle dann eher so ein bisschen von mir und von meinen Erfahrungen, ja? Und bin in meinem Bereich, nicht im Bereich der anderen. Und erst wenn die dann rüberkommen zu mir und sagen, echt, wie ist es denn, wie könnte ich das dann noch nicht so fragen, dann gebe ich halt auch Tipps. Und da muss ich gerade sagen, in der Familie, die schätzen meine Tipps wirklich sehr, das freut mich auch total. Die kochen jetzt fast nur noch wenig, meine Mutter und auch für meinen Vater, und haben sich auch alle möglichen Pulverchen und Mittelchen und Kurkuma und Zeugs bestellt. Und finde ich auch richtig gut und fit und auch so, was ich halt ganz oft höre, was bei mir selbst auch der Fall ist, echt viele Leute, man spricht da nicht so drüber, haben halt nach dem Essen einen Blähbauch, ja? Ja. Oder zumindest Krummeln im Bauch. Und das hast du wirklich mit der ayurvedischen Küche kaum. Es sei denn, vielleicht mal, wenn du irgendwie doch mal ein blähendes Gemüse erwischt hast oder so, aber so grundsätzlich merke ich da total, das fällt weg. Und dadurch halt auch, dass man dann nachmittags nicht dieses Tief hat, das ist halt auch ziemlich cool, sage ich mal, okay, dass es halt wegfällt. Und ansonsten aber jetzt in Sri Lanka selbst zum Beispiel habe ich erlebt, wie jemand innerhalb von 2 Wochen aufgehört hat zu rauchen dadurch. Wie eine Frau, das war für mich schon ein Wunder. Jetzt spreche ich doch mal von einem Wunder. Die war seit Jahren im Rollstuhl, man wusste auch nicht genau, warum sie im Rollstuhl war. Die ganzen Ärzte, sie ist von A bis Z gelaufen und sie konnte halt nicht mehr laufen, also gefahren, sie konnte nicht mehr laufen und hat durch die ayurvedischen Anwendungen wirklich wieder Schritte machen können. Also sie konnte langsam und mit Stütze, sie konnte halt Schritte machen. Das war über Jahre halt nicht. Und das war so das Beeindruckendste, was ich bisher mit Ayurveda erlebt habe. Ja, krass. Und was genau hast du jetzt so für Erfahrungen gemacht? Beziehungsweise was wendest du so an? Oder wie muss man sich so einen Alltag mit Ayurveda vorstellen? Also ich hatte ja erst eine 2-wöchige Kur gemacht. Und da habe ich halt irgendwie, da hatte ich glaube ich in 2 Wochen, ich glaube 4 Kilo abgenommen und habe halt einfach gemerkt, ach, irgendwie an den entsprechenden Stellen habe ich das Gefühl, dass sich da was tut. Also an den Lipödem-Stellen, sage ich mal. Und bin ja dann nochmal für 3 Monate hingefahren und habe dann halt auch täglich Anwendung bekommen und auch mich so ernährt und parallel dort auch ein bisschen gearbeitet und so weiter. Und nach diesen 3 Monaten, da hatte ich dann 10 Kilo weniger. Das ist jetzt mal was, wo jetzt vielleicht jemand sagen könnte, gut, da ich habe letztes Jahr 3 Monate Weight Watcher gemacht, ich habe auch 10 Kilo weniger, okay. Ja. Ja, ist jetzt nicht 20 Kilo weniger und Gärten schlank oder sowas, das ist es nicht. Ja. Das Besondere für mich war, dass es an den entsprechenden Stellen halt weggegangen ist. Ich hatte Anfang 2018, also als ich losgereist bin nach Thailand letztes Jahr im Januar, hatte ich einen Wadenumfang von 52 Zentimetern. Mhm. Als ich aus Sri Lanka jetzt zurückkam, letztes Jahr im Dezember, waren es 43. Und das ist für mich an der Wade, da hat noch keine Kompression, noch keine Lymphdrainage, noch keine Reha jemals etwas bewirken können, außer es zu halten. Ja? Und dann hat sich vielleicht immer mal ein bisschen nach oben verändert, aber da wurde nichts reduziert. Und ein Zentimeter ist für mich ja, der kann kommen und gehen, das ist ja jeden Tag unterschiedlich, dieses Ziel zu wissen. Und das ist für mich schon das Ergebnis gewesen, also an der Wade. Ich hatte dann auch an der Hüfte 14 Zentimeter verloren, am Oberschenkel 9 und am Knie 4. Und am Arm 3, das fand ich auch alles super und das sind auch alles Lipödem betroffene Stellen, aber das sind für mich auch Stellen, wo ich sage, oh, ich weiß nicht genau, da ist vielleicht auch noch ein bisschen normales Fett drauf, ne? So, Oberschenkel, da kann ich das nicht so gut auseinanderhalten, was ist da jetzt Lipödem-Fett und was ist normales, aber die Wade ist für mich so eine Lipödem-Stelle, das ist für mich so eine durch und durch Lipödem-Stelle. Und die zu knacken, das war für mich schon echt was Besonderes. Und was hast du genau gemacht? Also wieso sieht so ein Tag jetzt aus oder jetzt auch gerade bei dir jetzt aktuell so? Ja, das war halt, muss ich dazu sagen, waren das ja 3 intensive Monate. Ich hatte jeden Tag Anwendungen, ja. Das waren meistens Trockenmassagen mit so einer Peeling-Paste, in der halt unterschiedlichste Kräuter drin waren, mit der ich dann da so abgerieben wurde. Das ist so die Fatburner-Massage schlechthin halt im Ayurveda, ja. Okay. Und man kann das auch zu Hause machen, habe ich jetzt gerade aber erst erfahren von einem Ayurveda-Arzt vor kurzem. Ich habe mir das noch nicht besorgt. Man kann das wohl auch mit Kichererbsenmehl zu Hause selbst machen. Ich kann das jetzt noch nicht berichten, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, aber ich habe die Light-Alternative im Moment und das ist so ein
Seidenhandschuhe. Es ist jetzt aber, er ist rau. Man stellt sich jetzt seidig, ja ganz seidig vor, aber er ist rau. Und damit schrubbe ich mich dann sozusagen ab. Also trocken ist das. Und das ist wie, kann man vergleichen mit einer Bürstenmassage. Mhm. Und das regt dann halt auch, diese Seidenhandschuhmassage, die regt dann eben auch den Stoffwechsel an und kann auch Zellulite verringern und verbessert das Hautbild halt insgesamt und der Energiefluss wird verbessert, bringt halt auch Lymphfluss in Schwung und so weiter. Und das ist schon zu vergleichen mit der Bürstenmassage. Und ich hatte jetzt ja auch im Juni einen vierwöchigen Online-Kurs laufen und da habe ich eben auch diesen Handschuh empfohlen. Da meinte auch eine Teilnehmerin zu Recht, ja, was ist denn da jetzt der Unterschied zu der Bürste? Und da habe ich natürlich vorher auch schon recherchiert und hatte halt nur gefunden, dass die Bürste, die kann zu Mikroverletzungen auf der Haut führen, ja. Und Mikroverletzung, also das ist wahrscheinlich minimal. Und deswegen habe ich dann aber für den Seidenhandschuh entschieden, weil A, es ist ein Ayurveda-Kurs, dachte ich, passt dann eh besser. Und B, dachte ich mir, Stadium 3, wo vielleicht auch teilweise bei manchen die Haut vielleicht auch schon so ein bisschen brüchiger ist oder so, oder besonders trocken, was man manchmal ja so sieht oder hört, mir ist es vielleicht dann auf Nummer sicher gegangen. Aber als ich den Ayurveda-Arzt dann auch nochmal gefragt habe, weil ich wollte den Teilnehmern natürlich die perfekte Antwort geben, hat er gesagt, ich empfehle das einfach, weil es aus dem Ayurveda kommt und weil ich darauf vertraue. Aber es war jetzt nicht, weil es ist besser oder dies oder das, sondern das war halt die Antwort. Also vielleicht ist die Bürstenmassage auch genauso gut. Okay. Das heißt, du bürstest dich oder massierst dich jeden Tag oder wie? Ja, ich mache das immer morgens. Morgens ist es auf jeden Fall fest integriert, dass ich das für 10 Minuten mache. Und ich gehe danach immer aufs Trampolin. Das ist sozusagen so eine kleine Sporteinheit. Und abends, wie ich halt noch irgendwo dann so in der Stimmung bin, da habe ich jetzt nicht, da liegen dann halt auf dem Nachttisch und manchmal mache ich das und manchmal nicht. Da gibt es keine feste Regel, aber ich habe schon die feste Regel, dass ich das immer morgens mache. Okay, also du, und sonst, also gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die du im Alltag integrierst oder gerade auch mit der Ernährung? Auf was achtest du da? Du hast ja vorher schon gesagt, eben frisch und zurück zur Natur, also schätzungsweise nichts Verarbeitetes im Großteil. Wie sieht es aus? Also was isst du dann? Oder genau, also jeden Tag. Ich versuche wirklich jeden Tag zu kochen. Ich arbeite auch oft zu Hause. Da eignet sich das dann sowieso, dass ich mir mittags was Frisches kochen kann. Aber ich arbeite auch manchmal im Coworking Space, das ist wie so ein Gemeinschaftsbüro. Und da habe ich jetzt echt häufig dort was bestellt und habe halt gemerkt, wie ich es halt auch nicht mehr so vertrage. Ja? Mhm. Weil da habe ich dann halt auch mal einen Salat und so und roh. Soll man halt auch nur sehr reduziert essen. Und ich habe jetzt mir so einen Wärmebehälter, das ist wie eine Thermoskanne, bloß halt für Essen gekauft und koche das mir dann morgens vor, mache das da rein, dann ist das noch schön warm zum Mittagessen. Also ich muss dazu sagen, ich finde es teilweise ein bisschen pumpig wird das dann irgendwie, aber trotzdem fühlt es sich für mich noch besser an, als wenn ich was anderes esse, weil ich inzwischen wirklich schon sehr auch sensibilisiert bin und ich hatte früher über unzählige Jahre immer Bauchschmerzen nach dem Essen. Das war für mich ein Normalzustand. Und seitdem ich halt Ayurvedisch esse, habe ich das nicht mehr. Also ist es auch kein Normalzustand mehr. Das heißt, wenn ich es dann mal habe, ist es für mich extrem unangenehm und zieht mir extrem viel Energie, wenn ich den kompletten Nachmittag bis abends dann so einen Blähbauch habe und Bauchschmerzen. Ja. Und deswegen fällt es mir, dadurch, dass ich das so extrem merke, halt auch leichter, dann das für mich Richtige und Passende zu essen. Und es ist frisch, es ist naturbelassen, es ist... es ist so in der Regel irgendwie Reis, Bulgur, Couscous, sowas in Richtung Buchweizen ist auch sehr gut. Und das dann immer so ein bisschen mit Kokosmilch und Gemüse, so ein Mix in unterschiedlichen Varianten oder auch mal nur Ofengemüse oder Süßkartoffel. So, das ist so das Setting. Und eins, zweimal in der Woche gibt es auch mal ein bisschen Hähnchen oder einen weißen Fisch, wobei nicht so die Fischköchin, also wenn es mir serviert wird, dann esse ich das, aber deswegen bei mir dann eher Hühnchen. Ja, das ist, und vor allen Dingen wird auch, das ist manchmal eine Herausforderung, im Ayurveda alle 6 Geschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, scharf, bitter, herb, werden in eine Mahlzeit integriert. Das kann man aber auch ganz gut über Kräuter steuern. Ja. Das wollte ich jetzt gerade noch fragen, was es dann mit diesen 6 Geschmacksrichtungen auf sich hat. Was sollen die bewirken oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Auch die sollen bewirken, dass du eben in Balance bleibst und dass du nicht in irgendeinen Mangel kommst und irgendwie sagst, boah, jetzt habe ich mir so lange süß verkniffen, jetzt habe ich total Lust auf süß, sondern dass du einfach nach deiner Mahlzeit genährt bist, dich wohlfühlst und keine Gelüste nach irgendwas hast, weil es ist einfach alles abgedeckt gewesen. Okay, das heißt dann im Prinzip
sieht dein Tag morgens, mittags, abends von den Geschmäckern auf jeden Fall mal gleich aus. Aber du kannst ja nicht morgens, mittags und abends immer Reis und Gemüse essen. Also ich bin jetzt zum Beispiel morgens ein Typ, der isst gerne was Süßes. Also wenn ich mir dann sowas mache, wie du jetzt auch beschrieben hast, dann wahrscheinlich vielleicht mit Haferflocken oder vielleicht schon auch mit Reis, aber dann eher so die Süßvariante, also als ja entweder als Porridge oder als Milchreis in der Richtung. Wäre sowas auch erlaubt, beziehungsweise wie würdest du das würzen, dass alle sechs Geschmäcker vorhanden sind? Weil ich meine jetzt morgens, ich kann mir nicht vorstellen, morgens schon Gemüse zu essen. Wie machst du das morgens? Also morgens habe ich jetzt auch lange Zeit auch Porridge gegessen, ja, und da habe ich so einen Porridge-Gewürz, das ist schon so ein, fertig gemischt, so ein ayurvedisches Gewürz, da ist auch viel Kurkuma-Anteil drin, was ich mir dann da reinmache, das deckt das eigentlich ganz gut ab und dann mache ich mir noch ein paar Mandeln rein und das Obst, ein, maximal zwei Sorten, sonst ist der Bauch gleich wieder so, was ist da los? Und das mache ich auch immer in den letzten zwei Minuten in das Porridge rein, dass es auch leicht angewärmt ist, dann ist es nämlich auch leichter verdaulich, weil eben das, so das Zentrum vom Ayurveda ist das Verdauungsfeuer, dass dein Verdauungsfeuer funktioniert. Und weil das ist sozusagen die Basis von deiner Gesundheit. Wenn deine Verdauung nicht richtig funktioniert, dann lagern sich Schlacken überall ab und dann gibt es die ganzen Zipperlein und dann entstehen die Krankheiten. Deswegen wird Wert drauf gelegt. Ja, deswegen halt auch abends nur eine leichte, kleine Mahlzeit, die leicht verdaulich ist und halt nicht abends das gegrillte Fleisch dann nochmal reinhauen. Ja, also mal als Ausnahme, klar, geht immer. Wieder ist es auch nicht so, dass man da jetzt irgendwelche Verbote macht. Ne? Es ist halt eine intuitive Geschichte, sage ich mal. Man fühlt es dann ja schon, was passt. Ja. Aber du verzichtest jetzt nicht abends irgendwie auf Kohlenhydrate oder so, sondern du isst da auch den Reis mit dazu. Ja. Machst es so wie mittags so ähnlich, sage ich jetzt mal. Und genau. Gibt es denn zwischendrin irgendwie was, wo du machst, wo du entweder isst oder wo du sonst so anwendest irgendwie, weiß ich nicht, Meditation oder irgendwas? Oder wie handhabst du das? Also das mache ich auch in der Regel morgens oder ganz selten auch mal mitten am Tag. Das sind dann aber Extremtage. Das mache ich in der Regel morgens, dass ich so 10, 15 Minuten Meditation mache. Also ist im Grunde wie so eine Art, wenn man sagt ja so die Morgenroutine. Ne? Das steht bei mir aus, ich koche erstmal mein heißes Wasser. Kann ich gleich noch was zu sagen zu dem heißen Wasser. Und dann mache ich eine Zungenreinigung und dann mache ich Ölziehen. Inzwischen mache ich das mit Ghee. Ich habe das dann mit Kokosöl ursprünglich angefangen. Danach kommt dann während ich das Öl ziehe, das habe ich dann so 10 Minuten im Mund, währenddessen mache ich dann die Seidenhandschuhmassage, dann spucke ich das aus, dann trinke ich das erste Glas heißes Wasser und dann mache ich Meditation und dann gehe ich aufs Trampolin. So ist immer die Reihenfolge zu 80%. Je nachdem, was halt so ansteht, kürze ich das manchmal und streiche irgendwas raus, aber so zu 80%, so 5 Tage die Woche ist es eigentlich so. Und Frühstück kommt dann erst nach dem Trampolin? Frühstück kam dann am Ende dieser ganzen Kette jetzt die ganze Zeit. Ich war jetzt halt vor 2 Wochen nochmal bei einem Ayurveda-Arzt und er hat jetzt gesagt, bei meinem Krankheitsbild, das ist bei mir glücklicherweise nur das Lipödem, sollte ich doch einfach mal das Frühstück überspringen. Also auch nicht, wie man das so kennt, diese Fasteneinheiten mit den 16 Stunden nichts essen, sondern wirklich einfach das Frühstück weglassen und erst beim Mittagessen dann so um 12 oder so einsteigen. Und dann dachte ich mir, also das passt mir jetzt eigentlich in den Kram, weil ich mag schon so wie jede Mahlzeit. Ja. Ich habe auch zu jeder Mahlzeit Hunger, so ist es nicht. Ja. Und es geht aber ganz gut. Also vielleicht ist es auch wegen dem Sommer, weil es jetzt halt auch so warm war, dass es mir leichter gefallen ist. Aber ich esse dann schon meistens um 12, weil dann habe ich auch schon guten Hunger, aber es funktioniert ganz gut. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass es mir gut tut oder dass es vielleicht noch mein Lipödem-Fett reduziert. Vielleicht spielt das mit rein, aber es klappt besser, als ich dachte. Das ist jetzt keine Quälerei oder so. Ja gut, vieles ist ja auch Gewohnheit. Man isst halt morgens, mittags, abends. Man hat so seine Uhrzeiten und wenn bei mir dann mal so 11:30 ist, dann denke ich immer so, oh, Panik, ich muss jetzt irgendwie überlegen, was ich zu Mittag mache, obwohl ich vielleicht noch gar nicht so den Hunger habe. Ja. Da erwische ich mich tatsächlich ganz oft, dass ich halt nach der Uhr esse, obwohl ich vielleicht tatsächlich manchmal erst wenn ich Sport gemacht habe oder so, dann komme ich erst viel, viel später auch zum Essen, weil ich meistens nüchtern zum Joggen zum Beispiel gehe. Und dementsprechend will ich dann halt erst duschen und mich richten und dann esse ich manchmal erst um 9 oder 9:30
Und dann eigentlich um 12 schon wieder zu essen, also gerade wenn ich mir dann um 9:30 so eine Portion Porridge mache, die stoppt ja wirklich lange, 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 dann kann ich nicht schon um 12 eigentlich wieder Mittag essen. Und da denke ich oft so, was ist jetzt eigentlich tatsächlich das Gefühl oder das Bedürfnis, da zu essen? Oftmals sagt einfach die Uhr, es ist 12 und dann gibt es Mittag, so Mahlzeit. Und wie es halt auf Arbeit immer war, da kam dann jeder, sagt Mahlzeit und dann geht man zum Essen. Ne? Genau. Das, da muss ich dir echt recht geben, es ist ganz, ganz viel, ja, einfach Gewohnheitssache, beziehungsweise man kann das auch ohne Frühstück ganz gut machen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch dieses Intervallfasten schon gemacht. Bei mir ist nur immer durch das, dass ich ja den Diabetes noch habe, der Diabetes meistens der Übeltäter, der mir den Tag dann versaut, weil wenn ich dann doch noch abends nach meiner letzten Mahlzeit um 4 oder 5, weil ich habe immer relativ früh schon Schluss gemacht mit der Esserei, weil ich eben auch ein Frühstückstyp bin, dann kann es oder konnte es oftmals sein, dass ich halt tatsächlich nochmal einen Unterzucker bekam und dann essen musste oder was trinken musste. Und das macht ja sozusagen dann wieder diese 16 zu 8 kaputt. Mhm. Das hat mich dann irgendwann mal so frustriert, dass ich gesagt habe, okay, ich esse oder versuche wirklich so, wie du es jetzt auch machst, so zu essen, wie ich auch Hunger habe. Und auch dieser Mythos von wegen, man muss morgens unbedingt frühstücken, den gibt es ja Gott sei Dank jetzt auch nicht mehr so. Da sagen ja auch viele, das ist gut, wenn man das ein bisschen rauszögert. Und deswegen, ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus finden. Aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Also hört sich auf jeden Fall super gut an. Und was würdest du jetzt so empfehlen, gerade im Bereich, wenn sich jemand jetzt interessiert für das Ganze und sagt, Mensch, ich habe jetzt auch die ein oder andere Krankheit oder eben wie unsere Zuschauer ja im Normalfall auch Lipödem, was würdest du denen empfehlen? Also wo sollen sie hingehen, beziehungsweise wo können sie sich informieren? Gibt es irgendwelche Bücher oder irgendwas, wo du sagst, da kann man sich gut informieren? Ja, also ich habe, also jetzt wirklich, es gibt keine Bücher zum Thema Ayurveda und Lipödem, ne? Ja, also, ja. Klar, ja. Muss ich vielleicht mal machen, wer weiß. Ja. Es gibt aber normale Ayurveda-Bücher und ich habe 3 Lieblingsbücher und die habe ich mir hier parat gelegt, weil ich die euch jetzt vorstelle. Das ist einmal hier von der Dana Schwand, Dein Neuanfang mit Ayurveda. Die ist wirklich Expertin darin, Ayurveda so leicht wie möglich zu erklären und auch die Mahlzeiten, dass du es so easy in den Alltag integrieren kannst. Und sie hat auch einen Podcast dazu, den würde ich auch empfehlen, der heißt... der heißt nicht Ich Gold, der heißt Da ist Gold drin. Und da kann man wirklich super, super viel über die Basics lernen und wie man es auch leicht in den Alltag integrieren kann, Ayurveda. Ja, das wäre so meine Empfehlung Nummer 1. Dann mag ich dieses Buch, das war eins meiner ersten total gern, Wie neu geboren durch Ayurveda. Mhm. Das sind auch richtig coole Tipps hin. Das ist eine Schulmedizinerin, die aber auch Ayurveda-Medizinerin ist, hat das geschrieben und die schreibt so ein bisschen auch aus beiden Perspektiven und die erklärt richtig gut, sehr intensiv und detailliert, wie der Körper funktioniert, aber trotzdem so, dass man es echt versteht und es jetzt nicht irgendwie so fachchinesisch ist oder so, sondern dass du echt anfängst, deinen Körper zu verstehen. Und dann ist da halt auch noch so ein 4-Wochen-Programm drin, ein ayurvedisches, und das kann man aber ganz nach seinem eigenen Rhythmus machen. Ja? Also wenn du für Woche 1 3 Wochen brauchst und dich erst nach der 3. Woche so fühlst, dass du Woche 2 anfängst, dann ist das halt so. Weil das ist auch ein super Buch. Und das 3. Buch, was ich noch hier habe, das ist ein ganz neues, Ayurveda for Life, ist auch von einer Ärztin, Dr. Jana Scharfenberg, und die hat auch einen Podcast, der heißt Einfach gesund leben. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr tiefer reingehen wollt. Das sind so meine 3 Top-Bücher, inklusive noch diese 2 Podcasts. Spannend. Genau, und dann gibt es natürlich auch auf meiner Seite Mindfully Life ein paar Folgen dazu. Wollte ich gerade sagen. Erfahrungen, genau. Und der Blog vom Ayurveda Parkschlösschen hat auch noch schöne Rezepte. Und der Blog von Laya Ayurveda hat auch so schöne Rezepte. Das ist die Ayurveda-Therapeutin, die mit mir zusammen auch den Ayurveda-Kurs konzipiert hat. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das hört sich total spannend an, ich würde das gerne auch mal ausprobieren und dann nach Sri Lanka oder irgendwo hingehen, mit was für Kosten müssen die Leute rechnen, die dann sagen, ich will das jetzt wirklich mal richtig hardcore machen, wie du, mir richtig eine Auszeit gönnen und mich mal wirklich selber spüren und kennenlernen? Ja, also ich habe es ja 14 Tage gemacht. Es ist jetzt bei unserer Erkrankung schon eher empfohlen, das 3 Wochen zu machen. Ja. Mhm. Ist ja aber in Deutschland eher schwierig umzusetzen, weil wir haben hier
eine andere Preisstruktur. Ja, es ist hier alles schon etwas teurer. Ich habe hier noch keine gemacht, aber ich glaube, man kann hier, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Kur von 12 bis 14 Tagen, kann man locker mal mit 3.000 bis 4.000 Euro rechnen. Mhm. Und auf Sri Lanka waren das, glaube ich, zwei Wochen kann man so zwar um die 2.300. Es geht vielleicht auch hier und da mal ein bisschen günstiger, man muss auch extrem aufpassen. Gerade war letztens ein Bekannter von mir in Sri Lanka, hat eine Ayurveda-Kur gemacht und da gab es Pasta und Alkohol. Also richtig kacke. Oh. Ja. Also wirklich total blöder Einstieg ins Ayurveda, wenn du das erlebst. Da muss man völlig aufpassen. Also ich habe auch eine Folge aufgenommen, eine Podcast-Folge mit der Carina Preuß vom Ayurveda Parkschlüssel, wo wir darüber sprechen, auf was ist alles zu achten, wenn man eine Kur buchen möchte in Sri Lanka und in Deutschland. Da hat sie nämlich damals gesagt, ja, man muss auch darauf achten, dass da kein Alkohol ausgeschenkt wird. Und ich denke mir so, das bietet doch keiner an. Und wenige Wochen später treffe ich den Freund und er sagt, da wurde Alkohol ausgeschenkt. Das war schon nicht. Das heißt, Alkohol ist auch verboten. Oh, ja, also während so einer Kur, die nennt man Panchakarma-Kur, und das ist eine Reinigungskur. Da wird dein ganzer Körper gereinigt. Mhm. Also erst gibt es ein Ausleitungsverfahren, also erstmal wird entspannst, du kommst zur Ruhe, dann gibt es ein Ausleitungsverfahren und dann kommen deine ganzen Anwendungen speziell auf dich abgestimmt und die Aufbauphase und so weiter. Und da gibt es wirklich, du kriegst Einläufe und das Essen ist auch reichhaltig, nahrhaft, du bist also immer satt, aber trotzdem ist es reduziert. Also es sollte eigentlich auch kein Fleisch und kein Fisch und so weiter in dieser Zeit geben, ja, weil es wirklich darum geht, jetzt mal zu entgiften und mal zu resetten sozusagen. Okay, spannend. Und was gibt es sonst, weil wir jetzt gerade so von Verboten gesprochen, was gibt es sonst, was in der Ayurveda überhaupt gar nicht geht? Also so jetzt an Lebensmitteln, was sollte man tunlichst vermeiden? Also ich habe ja im März und im April eine Ernährungsberaterausbildung gemacht und da war das Anti-Lebensmittel war der Käse. Echt? Okay. Krass. Also Käse soll man verzichten. Soll man gänzlich verzichten. Also auch überhaupt. Warum? Was steckt da für ein Hintergrund dahinter? Er ist viel, viel, viel zu schwer verdaubar. Das ist eben die Sache mit dem Verdauungsfeuer, dass es so dadurch belastet wird und das Flämmchen dann so klein bleibt, dass es halt einfach für unsere Gesundheit schädlich ist. Ja? Und überhaupt insgesamt verarbeitete Milchprodukte sind halt nicht geeignet. Es wird eigentlich nur empfohlen, der Lassi. Also Joghurt, Naturjoghurt mit Wasser ist der Lassi, der klassische. Und am besten auch liest man das und das, aber ich habe jetzt gelernt, am besten das auch ohne Früchte, also jetzt nicht ein Mangolassi aus dem Rewe oder so. Okay, cool. Und gibt es jetzt irgendwie so deine Top-Tipps, wo du sagst, damit kann jeder irgendwie starten oder das kann jeder in seinen Alltag integrieren und mal gucken, wie er damit zurechtkommt, bevor er jetzt vielleicht gleich so eine Kur startet? Gibt es da irgendwas? Ja, also ich würde mal so 3-4 Tipps euch jetzt mit auf den Weg geben, die auch aus meinem Kurs kommen. Und das sind Tipps, wo wirklich die Teilnehmerinnen auch gesagt haben, das hat mir richtig gut getan. Ja? Weil es ist ja immer schon mal gut zu wissen für mich, wenn mir was gut tut. Aber wenn ich es jetzt weiterempfehle, ist es für mich noch besser zu wissen, wenn es jetzt anderen auch gut getan hat. Ja, ja, so denke ich auch. Also das mache ich genauso. Ich probiere auch immer. Ich bin auch immer erstes Versuchskaninchen. Und wenn es mir gut tut und mir hilft, dann baue ich das auch in mein Coaching mit ein. Ich arbeite ja auch eben an den Gewichtsproblemen bestimmter, ja, Betroffenen. Und da bin ich auch immer selber viel am Testen mit allen möglichen Dingen. Und ja, wenn es mir gut tut, baue ich das ein. Genau. Und die, also jetzt, das sind auch wirklich eigentlich Ayurveda Basics. Das ist zum einen, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, das heiße Wasser. Und zwar, dass ihr auf jeden Fall morgens ein heißes Glas Wasser trinkt, aber im besten Fall euch das heiße Wasser abkocht in eine Thermoskanne und über den Vormittag verteilt, in kleinen Schlucken immer wieder eine Tasse das nachgießen und das wirklich heiße Wasser trinken. Und im besten Fall wird das auch so 10, 15 Minuten gekocht, also nicht einfach nur schnell Wasser kochen, sondern wirklich 10, 15 Minuten kochen lassen, weil dann verändert sich die chemische Substanz, das Ganze wird nochmal weicher, durchlässiger und reinigt euer Gewebe auch nochmal besser durch. Ja? Das ist also nochmal besser für die Entgiftung. Das ist so etwas, und das regt das Verdauungsfeuer auch wirklich gut an und sorgt dafür, dass ihr eine gute, regelmäßige Verdauung habt. Das ist wirklich so der Ayurveda-Tipp schlechthin, den ich jetzt wirklich auch jedem empfehlen würde. Ja? Nicht würde, sondern ich empfehle jedem. Und dann das nächste ist, dass ihr schaut, wirklich warm zu essen.
Also wenn es geht, nicht kalt, sondern wirklich warm, auch wenn ihr jetzt sagt, ach, jetzt esse ich aber doch mal irgendwie eine Scheibe Brot, dass ihr die dann auch toastet, weil das ist auch für den Körper nochmal gesünder, wenn er nicht entweder runterkühlen muss, weil es heiß ist, oder hochfahren muss, weil es kalt ist. Und das ist auch das Beste für die Verdauung. Es ist also immer, wir gucken mal, was ist das Beste für unsere Verdauung, dass sie gut funktioniert. Mhm. Ja, und da ist so empfohlen, wenn man jetzt frühstückt, sage ich mal, dass man das so zwischen 6 und 8 irgendwann macht und das Mittagessen so zwischen 12 und 2 und die größte Mahlzeit, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man auf der Arbeit ist, aber die größte Mahlzeit am besten am Mittag, also Mittagessen, weil dann ist das Verdauungsfeuer am stärksten, dann wird das am besten verwertet. Und abends. Ja, logisch eigentlich. Ja, ne? Deswegen sage ich ja, das ist keine Wundergeschichte, sondern das ist einfach natürlich. Ja. Ja, und dann so um 18 Uhr herum, dann halt das Abendessen, aller spätestens um 19 Uhr und auch nur was Leichtes, am besten auch lauwarm oder warm, dass der Körper dann nämlich seine Reinigungsarbeit auch nachts machen kann. Ja, der muss ja dann auch erst die kleine Mahlzeit nochmal verdauen und dann fängt er aber nachts, irgendwann nach 12, fängt er halt an, zu entgiften und zu reinigen. Und das kann der halt nur ordentlich machen, wenn er nicht noch verdaut. Die Dana Schwand, wie ich gerade das Buch vorgestellt habe, die hat so ein schönes Sinnbild gehabt. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du hast eine Putzfrau und die soll jetzt deine Zwei-Zimmer-Wohnung putzen, ja, und die hast du aber nicht aufgeräumt. Und die Putzfrau hat jetzt 2 Stunden Zeit zu putzen und muss aber erstmal 1,5 Stunden aufräumen. Dann wird natürlich nicht mehr alles sauber gemacht, bleibt immer nur eine halbe Stunde mehr. Und so ist es auch mit unserem Körper. Wenn wir, also sozusagen das Unverdaute ist das Unaufgeräumte. Und wenn das aber alles schon schön aufgeräumt ist, dann kann man da auch schön durchputzen. Ne? Dann kann der Körper da seine Arbeit tun. Deswegen ist es eben wichtig, frühzeitig zu essen, aber nicht so schwer und am besten auch kein Fleisch. Und dann der nächste Tipp ist auch super simpel und super natürlich. Geht so ungefähr um 22 Uhr ins Bett und schlaft 7 bis 8 Stunden. Das ist auch für den Körper einfach ein Geschenk und für die Gesundheit total förderlich. Ja. Und ich merke das total. Ich war auch immer so eine Nachteule. Ich stehe aber morgens meistens um 5 auf, aber ich gehe dann halt auch dementsprechend früher ins Bett. Also wirklich auch so zu 80-90%. Und ich habe eine ganz andere Energie am Tag. Also wenn ich mal nach 12 ins Bett gehe, da kannst du mich dann ab 3 auch zusammenklappen. Ja, so geht es mir aus. Ich bin auch, ich richte mich so ein bisschen immer nach dem Wetter, weil ich bin tatsächlich jemand, der im Sommer aufstehen muss, sobald es hell wird, weil ich dann einfach ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich liegen bleibe und draußen ist strahlender Sonnenschein. Ja, also ich könnte das niemals bis um 10, 11, 12 in den Puppen liegen. Ja, also da kriege ich ein absolut schlechtes Gewissen. Und sobald es dunkel wird, also im Winter ist es schon ein bisschen happig, da könnte ich manchmal tatsächlich schon um 6 ins Bett. Da muss ich mich dann manchmal noch quälen, so bis um 9:30 irgendwie wach zu bleiben, aber also wo ich noch alleine gewohnt habe, bin ich tatsächlich, wenn ich dann keine Lust mehr hatte und es kam nichts irgendwie, wo mich interessiert hat, auch Fernseher oder so, damals habe ich noch Fernsehen geschaut, das mache ich auch schon seit langer Zeit eigentlich gar nicht mehr, dann bin ich ins Bett. Also dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt ist gut. Das merkt man schon auch, also ich brauche das, Ich kann da nicht einfach so ewig lange liegen bleiben, wenn draußen strahlender Sonnenschein ist, dann zieht es mich auch raus. Ja, dann ist es ja richtig schön, wenn man dann auch früh aufwacht, ne? Und man muss so viel wie möglich vom schönen Wetter auch mitkriegen. Ja, also ich stelle eigentlich auch ganz selten den Wecker, also mein Wecker ist auf, ich glaube, spätestens 7 Uhr gestellt, aber ich wache meistens schon früher auf und das ist auch der Grund, warum ich dann gerne morgens schon meinen Sport mache, wie du auch mit dem Trampolin. Es macht einfach so viel Sinn, mit morgens eben diese Routine schon zu haben, mit was Positivem in den Tag zu starten und schon was für sich selber getan zu haben, ja. Sei es jetzt eben mit Sport, mit der Massage, Meditation, was du eben auch alles machst. Das macht so viel Sinn und ich habe das auch lange Zeit extrem unterschätzt, weil ich immer dachte, ach, das braucht kein Mensch, ich stehe morgens auf und der Tag kann kommen, ja, aber man merkt schon einen Unterschied, also wenn man das mal, ich sage jetzt mal nicht nur 2-3 Tage macht, sondern mal über einen längeren Zeitraum macht, dann merkt man schon eine Veränderung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ab wann du da eine Veränderung spürst, aber ich glaube schon, dass es viel ausmacht, die Dauer auch. Ja, bei mir ist es genau das Gleiche, weil ich bin ja auf diese Morgenroutine schon vor dem Ayurveda gestoßen, zumindest in der Theorie.
Und zwar bin ich ja viel mit so im Bereich so Online-Unternehmer und so weiter unterwegs und auch so Konferenzen und so. Und da haben halt ganz viele von recht erfolgreichen Online-Unternehmern haben halt immer von ihrer Morgenroutine gesprochen, die meistens auch Öl ziehen oder Meditation und so weiter oder Dankbarkeitstagebuch führen, beinhaltet hat, ja. Und ich fand das irgendwo immer, ich habe nicht gedacht, was machen die für einen Schwachsinn, ich fand das schon immer interessant, ja, und es hat sich für mich auch sinnig angehört, aber für mich war es immer so, ich stehe doch nicht auf. Und das Erste, was ich mache, ist mich erst mal wieder ausruhen, mich da hinsetzen und meditieren. Das ging so, das habe ich nicht verstanden. Dann habe ich das war so in meinem Kopf. Und dann habe ich das irgendwann mal ausgesprochen bei einer Freundin. Und dann hat die gesagt, du, Meditation, das ist nicht ausruhen. Das ist was ganz anderes. Probier das mal aus. Und ich habe dann jetzt auch wirklich, im letzten Jahr habe ich es erst so richtig ernsthaft ausprobiert. Und es gibt mir halt eine totale Ruhe. Und vor allen Dingen, es ist ja immer alles so wuselig, weil ich habe zum Beispiel... kann ich ruhig hier erzählen, dieses Interview zweimal abgesagt, ja, weil ich einfach meinen Zeitplan nicht im Griff hatte, so wuselig war es. Doch leid übrigens. Und da komme ich manchmal gar nicht auf einen klaren Gedanken. Und in der Meditation, wirklich mal in der Stille, man kann ja geführte Meditation machen, wo dann einer spricht und dir ein bisschen sagt, wo du so hinfühlen sollst und so. Genau. Du kannst mit Musik meditieren oder nur mit Stille. Und ich meditiere am liebsten mit Stille, weil dann kommen meine Antworten auf so meine Fragen. Ich bin nicht so eine, die Gedanken ziehen lässt und die dann da im Nichts sitzt, sondern ich liebe das in der Meditation, meine Antworten zu kriegen, weil ich mich endlich höre. Mich selbst höre ich endlich in dieser Stille. Was ich im Wissen, Alltag höre ich mich manchmal gar nicht mehr. Was ich fühle, was ich denke, was ich will. Deswegen liebe ich die Meditation, weil ich dann so mit mir connected bin auf einmal. Ja. Ja, das stimmt. Also ich habe mir auch gedacht, so wei, oh wei, was hat sie denn alles zu tun, weil du eben auch zweimal absagen musst. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, hoffentlich ist alles gut bei dir, aber ich kann es total nachvollziehen. Also ich habe auch manchmal Tage, da schreibe ich mir auf, was ich alles machen will und irgendwie reicht der Tag hinten und vorne nicht. Man ist dann so gestresst und irgendwie auch gefrustet. Und also mir hilft es auch, wenn ich dann einfach teilweise, also ich mache immer gerne mittags so eine Meditation, meistens auch eine geführte Meditation, da muss man auch ein bisschen suchen, bis man jemanden findet, dessen Stimme man auch angenehm findet, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand so eine unangenehme Stimme hat, also jeder empfindet sie ein bisschen anders auch, aber ich habe für mich rausgefunden, ich brauche auf jeden Fall eine männliche Stimme und eine ruhige Stimme. Und dann kann ich da auch super gut abschalten und schlafe dabei sogar manchmal ein, was ja jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Oder ja, es ist definitiv manchmal so, dass ich kurz mal wegnicke und denke, oh, was war denn jetzt? Aber es tut wahnsinnig gut. Also man ist dann wirklich so ein bisschen, ja, wieder frischer, sage ich jetzt einfach mal. Nicht durch den Sekundenschlaf, aber einfach durch das Runterkommen, das bewusste Runterfahren, eben wie du sagst, mit dem Stress und alles. Es ist teilweise unglaublich, ja. Und das darf man nicht unterschätzen, was der Stress so macht. Auch beim Abnehmen, sage ich auch immer wieder, setzt euch nicht so unter Druck und unter Stress, weil das blockiert komplett alles, was das Ganze angeht. Und es ist ja auch, also ich sage das bei jeder Gelegenheit, damit es immer wieder jedem ins Bewusstsein tritt, dass, also ich habe es gemerkt und auch in diesen vielen Gesprächen mit Betroffenen, dass der Stress halt auch unsere Lipödem-Symptome verstärkt, ja, also die Anschwellungen oder auch die Schmerzen oder erst recht die Schmerzen. Und das ist, ist es so. Und ich hatte zum Beispiel in Sri Lanka, klar, da hatte ich auch meine Anwendung immer, aber ich hatte da überhaupt keine Schmerzen und ich war in einer Situation, da würde jeder hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen, der sich irgendwie mit Kompression und Lipödem beschäftigt. Und ich war ohne Kompression unterwegs, war 80 Grad Luftfeuchtigkeit, in der Sonne, in der Hitze, bin ich durch Colombo und durch die ganzen Städte da gelaufen und ich hatte gerade mal gar kein Problem, nichts, gar nichts. Ja. Und deshalb kann ich lachen, so geht es mir auch, wenn ich in Urlaub gehe, also so ein Strandurlaub oder so, ist ja blöd mit Kompression. Aber tatsächlich geht es mir da auch wesentlich besser, weil du einfach mal weißt, du hast keine Verpflichtungen. Genau, richtig. Damit hat es was zu tun. Und im Urlaub habe ich das schon immer gemerkt. Deswegen habe ich mir immer gedacht, gehe ich gar nicht drauf ein. Kompression im Flugzeug ist für mich überhaupt keine Diskussion, ist für mich völlig schlüssig und fühlt sich gut an. Aber da denke ich nicht mal drüber nach, ob ich das mache oder auch abends. Das mache ich halt einfach nicht. Ja. Und das ist aber, fühlt sich für mich auch gut an. Und in Sri Lanka, da habe ich ja schon gearbeitet, da hatte ich auch ein volles Programm. Aber was ich da gemerkt habe, die haben einen ganz anderen Lebensrhythmus. Ja? Hm. Und ich da schnell unterwegs war, man ist ja schon als Deutscher schon mal immer ein bisschen schnell Schrittes. Ja? Und ich habe schon langsame, schnelle Schritte im Vergleich zu anderen, aber im Vergleich zu den Singalesen war ich dann wieder schnell.
dann haben die mich wirklich darauf angesprochen, warum ich denn so schnell laufen würde, was denn los wäre und so weiter, ja. Und dann irgendwann merkst du so, okay, das ist halt hier ein ganz anderer Lebensrhythmus. Und dann passt man sich halt auch so an über die Zeit. Und das wirkt sich, glaube ich, auch aus, dieses... Ja. Alles mal 5 Gänge zurückgeschaltet. Ja? Ja, das ist ja im Urlaub genauso. Ich meine, je nachdem, wo man natürlich hingeht in Urlaub, aber man merkt einfach, dass in bestimmten Regionen oder Ländern tatsächlich so, ja, einfach so, so diese Gelassenheit auch bezüglich der Arbeit einfach herrscht, wo man sich dann denkt, also in Deutschland würde es ja nicht funktionieren. Ne? Also hier erst um, keine Ahnung, 9 anfangen oder sonst irgendwie was, ja. Da würde ja jeder Chef, weiß es ich, 20 Mal bei dir anrufen und sagen, ja, wo bleibst du, was ist da los, deine Arbeit liegt hier oder so. Und es gibt einfach Länder, da ist so eine Grundharmonie irgendwie da, die lassen sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Also das ist faszinierend. Also ich gehe auch gerne in Urlaub in so Länder, wo ich weiß, die sind da ruhig, die sind da gechillt, da gibt es keine festen Zeiten oder irgendwie was. Da hat man so ein bisschen... ja, einfach den Druck, den Stress, die Verpflichtungen, alles weg. Und das merke ich tatsächlich im Urlaub auch, dass es mir da wesentlich besser geht. Das ist echt faszinierend. Also eines der entspanntesten Länder, finde ich, ist Thailand. Ja? Ja. Das ist einfach mega entspannt. Kannst auch als Frau alleine reisen, macht dich keiner an. Thailänder haben großes Interesse an Europäerinnen, super easy. Okay. Cool. Ja, das ist jetzt von Indien, Sri Lanka, Marokko, hast du dann schon mal einen Stress. Aber das ist so super angenehm. Also wer alleine mal auf Reisen gehen will, Thailand. Okay. Ja, wir sind gerne in Ägypten zum Beispiel. Und da ist es auch so, ja, gerade wenn man dann blond ist. Ja, das ist auch das Thema. Da ist es manchmal schon ein bisschen nervig. Die sind genau. Dann schon ein bisschen, man muss damit umgehen können. Also ich konnte es am Anfang auch nicht. Ich bin dann auch nirgendwo hin ohne meinen Freund, weil ich irgendwie, ja, ich hatte jetzt nicht Angst, aber ich habe mich unwohl gefühlt, tatsächlich. Und dadurch, dass man ja auch weiß, dass die dich nicht verstehen, kannst du denen ja auch nicht wirklich was sagen. Und dementsprechend dachte ich immer, wenn ich irgendwo weiter weg muss vom Zimmer oder so, dann musste immer mein Freund mitkommen. Also es ist natürlich auf den Anlagen schon so, dass die sich auch beherrschen. Ja, also so ist es nicht. Auf den Anlagen selber ist es super, aber wenn wir dann in der Stadt waren irgendwo, auf diesen Märkten, da merkt man dann schon, dass ein bisschen eine andere Mentalität und auch so gegenüber Frauen ein bisschen anders sich. Ja, siehst du, wenn du genau guckst, siehst du da ja auch kaum Frauen. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Definitiv. Ja. Ich habe auch in Marokko, hatte ich auch dieses Thema, da war ich auch eine Zeit lang in so einem Co-Living-Haus, wo ich da auch so gewohnt und gearbeitet habe und bin dann manchmal auch alleine zum Strand und das war halt so nervig. Und die Besitzerin ist halt auch eine Deutsche und die hat dann gesagt, wenn dich jemand anspricht und du guckst ihn an, ist es schon eine Kontaktaufnahme, die bedeutet, gerne, lass uns hier austauschen. Und wenn du sagst nein, bedeutet das auch einfach nur die Aufforderung, jetzt ein Spiel einzugehen. Ja? Also du musst ignorieren. Und das ist für mich, da bin ich halt sowas von überhaupt nicht der Typ, irgendjemanden zu ignorieren. Und das ist für mich Stress. Und wenn ich dann da über die Straße laufe und ich muss dann gucken, so Scheuklappen und ignorieren, das ist für mich voll der innerliche Stress. Ja, das stimmt. Ja, krass. Cool. Ja, auf jeden Fall mega, mega viele Informationen jetzt gerade auch zum Schluss. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für viele interessant. Wo kann man da hingehen? In welche Länder? Wo ist es geeignet? Was kommen da vielleicht für Kosten auf mich zu? Worauf muss ich mich ein bisschen vorbereiten? Und wie soll es bei dir jetzt weitergehen? Also du hast ja, glaube ich, hast du schon angefangen in der Ernährungsberater, ayurvedischen Ernährungsberater, oder hattest mal irgendwas erwähnt gehabt aus den Gesprächen, die wir vorher schon hatten? Wie geht es weiter? Also wird Ayurveda wahrscheinlich ein Bestandteil weiterhin bleiben, gehe ich mal von aus. Aber was sind deine Pläne für die Zukunft? Genau, also ja, die ayurvedische Ernährungsberaterausbildung, die habe ich dieses Jahr im Anfang des Jahres gemacht, in den ersten Monaten des Jahres. Und die ist abgeschlossen. Und ich plane da auf jeden Fall auch noch weiterzumachen. Es gibt auch noch eine Ayurveda-Ausbildung, die geht nochmal mehr ins Medizinische rein. Die gibt es auch hier in Berlin. Also ich wohne in Berlin. Ich überlege, das im Herbst anzufangen. Aber mich interessiert auch sehr der psychologische Teil, weil ich biete jetzt schon Ayurveda-Ernährungsberater-Coachings an. Aber perspektivisch möchte ich das darüber hinaus auch ausweiten. Also ich schon in erster Linie ist es für Frauen mit Lipödem, weil dem Thema bin ich nah und da kann ich auch am besten helfen und das finde ich auch am sinnstiftendsten, weil ja. Frauen, also Frauen wie wir, das weiß ich also aus meiner Erfahrung,
die werden von anderen nicht verstanden, weil das nicht geht. Ja? So ist es. Höre ich auch ganz oft. Geht halt einfach nicht. Ich nehme es auch niemandem mehr böse. Ihr habt es jetzt einfach verstanden, es geht nicht. Und deswegen finde ich es halt schön zu sagen, ich arbeite halt in erster Linie mit Frauen zusammen, die Lipödem haben, weil die dann einfach auch nochmal den Benefit haben, dass sie sich nicht erklären müssen, weil ich ganz genau weiß, was Sache ist und wie sie sich fühlen. Ja? Und dann soll es halt über die Ernährungsberatung hinausgehen, dass wir auch echt gucken, wo sind die Stressfaktoren, wie können wir die runterschrauben, ja? Wo liegen vielleicht Glaubenssätze, die eines Lebens schwer machen. Das war bei mir so extrem so, ja, wirklich extrem. Da habe ich auch mit einem Coach dran gearbeitet, um die halt aufzulösen, dass man sich nicht mehr so viel verbietet und ja, einfach schräge Gedanken, wie das Lipödem halt mit sich bringt. Ja. Das ist für mich nämlich keine Krankheit, die nur in den Beinen und Armen stattfindet. Die findet bei mir auch sehr viel psychisch statt. Ja. Und das soll perspektivisch auch auf jeden Fall bei mir mit abgedeckt werden, weil es ist Ernährung und eben das Mindset als extrem wichtig finde, um wirklich einen Heilungsprozess anzustoßen, selbst wenn sich das Ganze nicht ausheilt, ja, super schlank und super schmerzfrei, aber ich finde, man kann doch einen Heilungsprozess in die richtige Richtung anstoßen. Ja. Genau. Ja, das ist ja auch so mein Ziel mit dem Coaching, was ich anbiete, dass da einfach wieder Mut geschöpft wird, dass die Leute auch sehen, die Betroffenen sehen, was ist denn vielleicht auch machbar und möglich. Natürlich gibt es, wie bei dir wahrscheinlich für nichts und niemanden, irgendwie eine Garantie, aber es ist einfach, finde ich, ein Versuch wert. Ja, also ich habe auch schon so vieles probiert und wenn man es nicht versucht, kann man nicht wissen, ob es funktioniert. Und ich bin der Meinung, es gibt für jeden einen Weg, den passenden Weg, wo man sich wohlfühlt, wo man mit klarkommt, wo man vielleicht auch gerade mit Lipödem die Schmerzen ein bisschen in Schach und Fach, wie sagt man dazu, in Stachel. So. Genau. Und mir geht es da genauso wie dir. Also ich habe zwar noch andere Krankheiten, aber ich kann mich mit dem Lipödem aktuell auch am ehesten identifizieren, einfach weil ich am Anfang auch ziemlich alleine gelassen worden bin und alles mir selber beibringen musste. Mhm. Ja, ich denke, so wie fast jede Betroffene, die die Diagnose kriegt. Und da ist es schon verdammt wichtig, den Leuten, also finde ich, die es ganz frisch haben oder die einfach überfordert sind, denen so ein bisschen die Hand anzubieten und zu sagen, du pass auf, das ist überhaupt nicht schlimm, du wirst an Lipödem nicht sterben. Ja, weil es ist ja keine Krankheit, die zum Tode verläuft in dem Sinne. Also im Normalfall nicht. Es gibt natürlich immer Ausnahmen auch, aber es ist schon so, dass man da vieles, vieles erreichen kann, insofern man da offen auch für was Neues ist. Und ich glaube, für Ayurveda muss man auch offen sein, weil das ist auch nicht für jeden was. Mhm. Und dementsprechend haben wir da sicherlich einiges noch zu tun bei so vielen Betroffenen und würde mich da natürlich auch freuen, wenn wir beide dazu kontaktiert werden. Also ich weiß nicht, ob, ich denke, du wirst mir auch noch ein paar Links vielleicht schicken, die wir drunter vermerken können, damit einfach die Leute auch dich finden. Und zum Thema Stress wollte ich noch sagen, gibt es ja mittlerweile schon eine Aufnahme von mir und der Isabel Garcia. Auch nochmal, weil wir das vorher angesprochen haben, was der Stress im Körper verursacht. Und es steht aktuell noch ein Beitrag ganz frisch in den Startlöchern, sage ich jetzt mal, zum Thema Essverhalten, emotionales Essverhalten, weil, wie gesagt, das auch ganz viel auch mit Glaubenssätzen etc. zusammenhängt. Und ich glaube, da ist bei vielen Lipödem Betroffenen ein Zusammenhang da. Also ich sehe es bei mir und ich höre das von ganz vielen meiner Kunden und dementsprechend muss da definitiv was getan werden. Also auf jeden Fall, ich habe, als der Ayurveda-Online-Kurs fertig war, habe ich an alle Teilnehmer, so knapp 50 Frauen, 48 Frauen, habe ich eine Umfrage geschickt. Gut, da haben jetzt nicht alle mitgemacht, aber die mitgemacht haben, ich habe halt unterschiedliches abgefragt, wie sie Woche 1, 2, 3, wie sie halt alles fanden und so weiter, um das halt auch nochmal nachzuoptimieren, falls irgendwas nicht so gepasst hat. Und habe dann auch in Woche 4, da ging es ums Thema Mindset und da ging es halt auch um Stressreduktion und da ging es auch um emotionales Essen, auch ums Thema Glaubenssätze und so weiter, also immer die Basics, ne? Ja. War ein 4-Wochen-Kurs, nicht ein 4-Monats-Kurs. Und sind ja alles große Themen für sich. Da könntest du jedem Thema ein eigenes Dings machen. Ne? Ja, auf jeden Fall kam dann da am Ende raus, dass das Thema emotionales Essen auch für viele wirklich ein Thema war. Teilweise auch eins, auf das sie jetzt erst aufmerksam wurden durch meine Texte dazu. Ja. Und das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Weil ich wusste es ja auch. Ich meine, von dir, du hast da ja sehr offen drüber gesprochen. Ja. Selbst spüre bei mir auch in Stresssituationen, wo ich immer denke,
habe ich da vielleicht auch irgendwie einen Hang dazu, ne? Habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich glaube, es ist noch im grünen Bereich, aber grenzwertig. Ja. Wichtig ist halt einfach, dass wenn man merkt, dass da was aus dem Ruder läuft, wie du jetzt auch sagst, dass man das für sich auch selber spürt und wahrnehmen kann und annehmen kann. Ja, und dass wenn es dann wirklich zu schlimm wird, dass man sich auch professionelle Hilfe sucht, wie ich das auch schon gemacht habe. Ja. Da kann ich nur jedem dazu raten, weil ich glaube, alleine und vor allem, wenn man jetzt auch nicht die Familie im Hintergrund hat, die einen da unterstützt, ist es schwierig, da rauszukommen. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein komplett anderes Thema. Aber ich finde es mega spannend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die tolle Aufnahme, für die vielen Informationen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch und setzt gerne einen Kommentar drunter, was ihr so haltet, wie ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Ayurveda und Lipidem gemacht habt oder was euch so auf dem Herzen liegt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich weiß nicht, möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen? Irgendwas zum Abschluss? Irgendwas zum Abschluss? Also ich bin ja so eine totale Verfechterin davon, dass wir uns so gut wie es geht selbst helfen und auch in die Eigenverantwortung gehen. Und da gibt es so eine schöne ayurvedische Grundregel, ist auch von so einem Ayurveda-Experten, der sagt, was immer wir selbst tun können, um unsere eigene Gesundheit zu stärken, wirkt besser als das, was andere für uns tun können. Und da stehe ich auch total dahinter. Hinter diesem Satz, ich merke das auch, ich mache ja auch meine Massagen selbst und so weiter und habe irgendwie das Gefühl, oh, mein Körper, der freut sich, dass ich ihm da jetzt mal eine Zuwendung gebe und ihn beachte und nicht ignoriere, weil da hat er Lipödem, ne? Und das finde ich einfach total wichtig, dass ihr euch ein bisschen frei macht von, da kriege ich das Rezept nicht und das nicht und jenes und dieses, sondern wirklich schaut, hey, ich kann echt viele Sachen selbst machen und ich beschäftige mich jetzt mit mir selbst und ich tue mir selbst so viel Gutes wie möglich. Und wie das. So den Fokus auf das Positive und das, was gut ist im Leben, was wir uns Gutes tun können, so auf die Art. Also so denke ich auch, bin ich völlig deiner Meinung. Ja, dann danke dir für die vielen Informationen und vielleicht hört man sich mal wieder in einem Podcast. Mal schauen, was da noch alles so bei dir draus wird. Und ja, bis bald. Danke dir, hat Spaß gemacht.